Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht es um die sogenannten Chimären, die Mischwesen, die hauptsächlich aus den Mythologien der Menschheit bekannt sind, die nun aber ihren Weg in unsere Realität gefunden haben. Die Spuren dieser Mischwesen lassen sich in der ganzen Menschheitsgeschichte finden. Wie der Name bereits vermuten lässt, setzen sich Chimären aus mindestens zwei Lebewesen zusammen. Das bekannteste Beispiel einer solchen Chimäre dürfte wohl die Sphinx in Ägypten sein. Sie besteht aus einem Menschenkopf auf einem Löwenkörper. Als älteste bekannte Darstellung einer Chimäre gilt eine Figur, die aus Mammutstoßzahn geschnitzt worden ist. Gefunden wurde diese im Hohensteinstadel im süddeutschen Lohnetal. In den bekannten Höhlen von Lascaux wird unter anderem in einer Wandmalerei ein Mensch mit einem Vogelkopf dargestellt. In der steinzeitlichen Geschichte lassen sich noch viele weitere Darstellungen von Chimären finden. Auch in der ägyptischen Mythologie gibt es neben der Sphinx noch viele weitere Mischwesen. Hier ist zum Beispiel die altägyptische Jenseitsgöttin Amit zu nennen. Sie soll einen Krokodilkopf haben, den Körper eines Löwen und das Hinterteil eines Nilpferdes. Sie hat den Beinamen die große Fresserin nicht zu Unrecht, da sie die Herzen der Unreinen und der Sünder gegessen haben soll. Bevor wir uns dann jetzt gemeinsam auf den Weg in die Gegenwart machen, hier noch einige Beispiele aus der griechischen Mythologie. Hier beispielhaft erwähnen möchte ich allererst die Zentauren. Diese sind ja bekannt, das sind Menschenkörper auf einem Pferdeleib. Dann gibt es noch die Harpyien. Diese treten in Gestalt einer geflügelten Frau auf. Nicht vergessen möchte ich auch die Manticore. Dieses sind Chimären mit dem Körper eines Löwen und dem Schwanz eines Drachens oder aber eines Skorpions. Und spätestens seit den Harry Potter Romanen sollten auch die Hippogreifen ein Begriff sein. Hierbei handelt es sich um geflügelte Pferde. Bei all diesen Gestalten handelt es sich um Wesen aus Erzählungen. Allerdings wurden die Erzählungen nun von unserer Realität eingeholt. US-Forschern des Salk Institute for Biological Studies haben es erstmals geschafft, in der wissenschaftlichen Geschichte das menschliche Erbgut in ein Schweineembryo zu verpflanzen. Daraufhin begann der Embryo verschiedene Gewebetypen auszubilden. Dies könnte es dann bald ermöglichen, Tiere als Ersatzteillager für menschliche Organe heranzuziehen. Detailliert sind die Ergebnisse der Forscher im Online-Fachblatt Cell nachzulesen. Links und Quellenangaben für dieses Video findet ihr alle in der Beschreibung. Wenn man diese Entwicklung nun im Zusammenhang mit dem sogenannten CRISPR-Verfahren sieht, könnte einem schon anders werden. Im Vergleich zu den bisherigen Gen-Editing-Techniken ist diese Technik billig, schnell und einfach. Also fassen wir zusammen. Zum ersten Mal in der Geschichte ist es gelungen, durch Gentechnik einen Mensch und ein Schwein bzw. menschliche Zellen und Schweinezellen zu kreuzen und daraus ist ein Embryo entstanden. Später soll diese Technik dazu genutzt werden, um Tiere als Ersatzteillager für den Menschen gebräuchlich zu machen. Man kann davon ausgehen, dass diese Technik natürlich nicht Lieschen Jedermann zur Verfügung steht, da sonst ein Großteil der Gesundheitslobby bzw. der Gesundheitsindustrie aufgrund von Preisverfall zusammenbrechen würde. Was würde denn passieren, wenn man das Embryo nicht abgetötet hätte? Wäre dann eine tatsächliche, echte Chimäre dabei rausgekommen? Und wenn man nun diese beiden Verfahren im Hinterkopf hat und dem Ganzen ein wenig Zeit gibt, glaubt ihr nicht, dass es vielleicht in Zukunft Arbeitstiere geben wird, die die niederen Aufgaben für uns erledigen können, weil Züchten ist billiger als Roboter bauen. Was denkt ihr, wo geht die Reise hin? Zudem soll es so etwas Ähnliches in den alten sumerischen Schriften ja bereits gegeben haben, wenn man den Übersetzungen von Sechin Glauben schenkt. Wen dies von euch interessiert, der findet in dem Buch von Sechin, Der neunte Planet, Näheres darüber. Auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert, meines Erachtens nach. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich wissen, egal auf welchem Weg auch immer. Bis zum nächsten Mal.